Mahlzeit. Mahlzeit? Mal? Mal? Mal dir deine Scheißzeit doch selber, du Wichse, du! So, aufs Maul, apropos aufs Maul. Wer brummelt hier und wo und warum und überhaupt? Ach, das wollte ich mal alles mitnehmen. Das wollte ich mal alles hier lassen. Ja, das auch. Das Bett sowieso und überhaupt, das gehört eh alles eher hier hin. So, dafür wollte ich diesen ganzen Scheiß hier mal mitnehmen. Was sind das für Gedudel hier im Hintergrund? So, ach, weil ich gerade hier im Bahnhof bin. Guck mal hier und guck mal da. Damit mache ich's dann jetzt bei der Gelegenheit gerade. Was ist das für ein Scheiß noch hier hinten? Dieser verschissenen Enderman. Wo kommst du jetzt auf einmal her? Du sprengst mir meinen Bahnhof nicht! Ja, damit mache ich es offiziell. Das wird kommen. Das und GTA Online kehrt zurück. So ist es. Ich möchte mir ganz gerne erst nochmal einen kleinen Vorrat anlegen zur Sicherheit. Bevor ich anfange, das Zeug zu veröffentlichen. Aber die ersten zwei GTA-Aufnahmen sind gemacht. Die ersten PlayerUnknown's-Battlegrounds-Aufnahmen sind auch schon auf der Platte. Wie ich auch gesagt habe, das Ganze wird im Wechsel kommen. Dann immer zweitägig, an einem Tag GTA, am anderen Tag Battlegrounds. Klassisch wie früher schon, dann auch immer um 22 Uhr. Wie schnell kann der denn rennen, der Kollege? Was ist denn hier los? Ja, und da möchte ich aber jetzt ganz gerne erstmal einen Vorrat von einem Monat haben. Das heißt, jeweils 15 Folgen. Bei Battlegrounds haben wir die drin. Bei GTA noch nicht. Da denke ich, hoffe ich, dass wir morgen Abend aus eurer Sicht heute Abend dazu kommen, eine Aufnahme zu machen. Ich werde mir dann einfach mal so wünschen und dann werden wir mal sehen, ob dieser Wunsch erfüllt wird. So machen wir das. Und dann gucke ich mal. Das ist jetzt schon Anfang Juni. Ja, ein bisschen wird es noch dauern, aber ja, je nachdem, wie ich es schaffe, das Zeug hochzuladen. Starte ich es dann entweder schon für die Woche, in der ich nicht da bin, oder dann eben danach. Also peilen wir mal so um Frohen Leichnam rum an. Da oder die Woche drauf oder irgendwann. So in dem Dreh, Mitte Juni kommt das dann. So, der Plan, mit was für beide ich anfange, das weiß ich noch nicht, das sehen wir dann, das ist auch nicht so wichtig. So, ich habe beschlossen, mit dem heutigen Tage langsam in die Vorproduktion zu gehen. Es ist natürlich wieder Nacht, das ist ja klar. Ich hatte kurz überlegt, mir ist noch was anderes eingefallen, was ich tun könnte. Lach mich nicht aus. Du blöder Dreckshex. Dreckshex!
kacke. Sag mal einer, für was ich dieses Zeug hier noch einlager. Wir haben keinen Platz mehr. So. Dann machen wir hier eine weitere Gammelfleischkiste auf. Ist mir auch egal. So, wenn mich alles täuscht, habe ich einfach 0 Cobblestone. Ich habe hier aber eine ziemlich gute spitze Hacke. Wow, noch nie so episch Türen auf und zu gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. La la la. Do you remember the time when the death comes? We all know the time when the death comes. Tod ist Reprise, gerecht hab ich gedacht. Och, da hat mich dann der Tod für ausgelacht. Hallo Freunde, wie geht es euch da draußen? Seid ihr auch gerade so mega episch drauf wie ich? Nothing in the oven, nothing in the... Sind das eigentlich Forged oder Furnished? Fonazis. Fonazis sind das. Diese Pilze! Ich hasse Pilze! Come on, baby! Living! After! Midnight! Every day, every night! Living after midnight! Rocking to the dawn, will ich nicht hin. Es ist die U-Bahn, das sind wir schon gewesen heute. Sag mal, ich bin zu blöd zum Laufen, oder wie sehe ich das hier? So, weil wir in den letzten Jahren, ich möchte schon von Jahren reden, noch nicht so viel Stein gehackt haben, werden wir jetzt Stein hacken. Bin ich hier richtig, sagen Sie mal? Bin ich hier richtig für das, wo ich denk? Alfred Jodokus hat einen Freund namens Henk. Warum, weiß ich nicht, aber es hat sich gerade gereimt und mir fiel gerade auf Denk nichts anderes ein. Also habe ich das mal so gemacht. Warum ist das jetzt hier so? Weil hier ein Lava-Becken ist. La Becken de Lava. Becken de Lava, la 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 la. Lava Becken, nicht erschrecken, das kehrt da nur mal hin. Lava Becken, zum drin verstecken und abfackeln, nee, macht keinen Sinn. Neymar, keinen Sinn. Deswegen hat er ja auch damals die WM so verkackt. Neymar, keinen Sinn. The sinner is you. Das ist eigentlich so dunkel hier. Warum finde ich wieder nur Kohle, 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 Kohle? Eigentlich müsste ich jetzt heute die Riesen-Diamantader finden, weil ich nämlich mir denke, scheiß drauf, ich brauche gar nicht zwingend jetzt hier Rohstoffe. Ich brauche den Stein. Deswegen bin ich gar nicht wirklich groß auf der Suche nach Rohstoffen, nach Kohle,
Diamonds in the Sky und so weiter und so bla. Und man findet immer das, was man nicht sucht. Deswegen finde ich selbst auch so oft den Tod, den suche ich nämlich auch nicht. Ja. Ich brauche mal innovatives Neues, habe ich festgestellt. Ich saß gestern Abend hier so rum, habe gedacht, was machst du denn jetzt? Hast du jetzt schon ein bisschen... Mal wieder ein bisschen Video geguckt, mal wieder ein bisschen am Minecraft Best of weitergemacht, nachdem ich da jetzt hier tagelang wieder irgendwie zu nichts kam. Meine Platte ist halt auch voll, weil ich jetzt massenweise GTA und Player Unknowns hier rumgedönse. Und naja, und dann hatte ich aber nicht mehr so die Lust, da habe ich gedacht, könntest du eigentlich noch irgendwas zocken, aber dann ist mir nichts eingefallen. Ich hätte eigentlich gerne irgendwie was Chilliges gehabt, wo man vielleicht... Ah, hab ich mir gestern ein Gläschen Wein gegönnt, ne? Da will man eigentlich, also da will ich eigentlich nichts zocken, wo ich permanent beide Hände brauche, so wie das jetzt hier bei Minecraft ist oder überhaupt alle... irgendeiner Form. RPGs oder so. Sag mal, geht das hier hin? So, ja, aber dann ist mir nichts eingefallen. Habe ich überlegt, was habe ich noch so installiert. Ich habe hier noch Siedler, ich habe Banished, ich habe Civilization. Das sind alles so Spiele, so, wo du ein bisschen die Füße eigentlich hochlegen kannst und nicht so konzentriert am Rechner sitzen musst. Aber hatte ich irgendwie auf alles keinen Bock. Ist irgendwie alles gerade so ein bisschen durchgeludelt, ausgelutscht, will man sagen. Ich war daran gescheitert, irgendwie irgendwas noch zu installieren, was ich ja auf Steam noch rumliegen habe, was man dann einfach mal hätte nehmen können. Das wäre durchaus gegangen. Ich habe halt irgendwie auch gerade nichts gesehen, wo ich drauf Bock gehabt hätte haben können, wollen, tun. Alles gerade nicht so. Leben leider langweilig. Momentan zugegeben, gerade abends eigentlich den meisten Spaß am Zocken mit den Jungs. Aber glaube ich auch einfach wieder dieses klassische Gesellschaftsproblem, das ich momentan habe. Da ist in meinem Leben einfach irgendwie zu wenig los. Da fehlt mir zu sehr der Ausgleich irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich habe zu viel Zeit für mich selbst. Das bekommt mir nicht. Das ödet mich einfach an irgendwann. Sag mal, wie viel verschissen, viel Kohle ist denn hier? Verschissel, mein Nissel. Verschissel mein Nissel, zu viel Kohle am Stissel. Gib mir das. Verschissel mein Nissel, zu viel Kohle am Stissel. Verschissel mein Nissel, zu viel Kohle am Stissel. Machen wir das dämliche Loch da drüben zu. Was macht das Inventar? Ah, noch Platz hier, ey. Richtig viel Platz hier. Wahnsinn hier, du. Wahnsinn hier. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt.
Heute wird an nichts gespart und morgen wird sich dann gepaart. So. Ich weiß noch nicht mit wem, aber darum geht's ja gar nicht. Kauf ich mir. Stell ich mir. Mal Frau nach Hause bestelle. Gucke, wie das so ist. Mal hier Frau nach Hause bestellen. Ja, 200 Euro dafür bezahlen und dann einfach nur reden. Vielleicht ein bisschen kuscheln, Abschiedsküsschen noch. Ja, aber eigentlich primär reden. Man wird ja nicht jünger, ne? Man wird nicht jünger, ich sag's euch. An Tagen wie diesen, da wird mir bewusst, man wird halt nicht jünger. Und ich grab mich durch die Erde. Nee. Oh, es riecht ganz schön grün da von draußen. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen das Gefühl, dass mein Kreislauf wieder so ein bisschen down ist. Schiss, im Moment ist es echt. Ah. Ich bin seit Tagen dauerdurch eigentlich. Ich bin irgendwie ständig fertig und müde. Schlaf nachts nicht, bin morgens total im Eimer. Im Moment möchte ich mal vermuten, dass das vielleicht so ein bisschen Heuschnupfen-Auswirkungen sind. Das ist ja jetzt eigentlich immer so der Monat, wo es mich so ein bisschen quält. Das quält mich jetzt schon seit Mitte Mai, aber eigentlich recht dezent. Ja, so ein bisschen das Gefühl trotzdem, dass ich seitdem immer so ein bisschen benommen bin. Wenn dann jetzt hier dieses Minecraft-Geschnetzel anfängt, vor den Augen irgendwie zu flimmern, dann ist das, glaube ich, auch nicht original. Und ich sag mal, der im Hintergrund, der da gerade versucht zu singen, der klingt halt auch nicht glücklich. Aber jetzt hat er sich Freunde geholt, mit denen er zusammen nicht glücklich klingen kann. Das ist auch schön. So ein bisschen kollektiv jammern finde ich auch immer wichtig. Muss man sich mal die Zeit für nehmen. Irgendwo ist eine Hex. Mit der habe ich gleich Kämpfchen. Oder andere Dinge, bei denen ich ähnliche Geräusche mache wie dieser Fuzzi, der im Hintergrund versucht zu singen. Und dass es die Hex total wild macht hier. Allein der Gedanke, da wird die Hex schon ganz wild hier. Komm, jetzt brennt mir gerade wie dieses linke Auge. Ist wahrscheinlich auch schon in dem nächsten Niesanfall. Werde ich mal kurz weg sein. Muss schon mal ein bisschen muten. Na? Mute zur Lücke. Aber immerhin habe ich nicht mehr so das Augbrennen. Ich hatte mal lange Zeit, immer wenn ich morgens aufgewacht bin, habe ich die Augen nicht aufgekriegt und die haben dann gebrannt und das habe ich jetzt eigentlich schon mal eine Weile nicht mehr. Das ist jetzt eigentlich immer ganz gut geworden. Was sind die Kackhex? So, the inventory says Case. Also ja. Also gehen wir wieder. Dann ist das Inventar jetzt voll mit Cobblestone, dann können wir damit ja gleich wieder woanders hinrennen. Oh, was ist Kiesberg hier? Der Kiesbert! Ah, kennst du? Hashtag Kiesbert. So, ich werde diese Folge mal mit was ganz Besonderem beenden, glaube ich. Habe ich gerade mal überlegt, habe ich gerade mal beschlossen. Beschlossen, das können wir mal so machen. Das machen wir danach so. Aber dafür muss ich erstmal nach oben rennen oder... Na, doch, hoch muss ich schon. Aber ich gehe, glaube ich, einfach da oben in die Eingangshalle.
in die Mineneingangshalle und dann werde ich diese Folge mit etwas ganz Besonderem beenden, nachdem ich mein Brot gegessen habe. Einmal Brot, zweimal Brot und dann kommt das Ende jetzt ganz speziell und ganz überraschend und so komplett unkonventionell. Das ist eigentlich eine geile Halle hier. Gruß an Cash!